danke mich auch für die klaren Stellungnahmen und es wird in jedem Fall die volle Unterstützung seitens der Bundespartei geben für die nicht ganz einfache Rolle in der außerparlamentarischen Opposition. Sie selbst benannten sich APO als Abkürzung für außerparlamentarische Opposition. Die APO forderte eine Demokratisierung der gesellschaftlichen Verdrängung der Verbrechen die Elterngenerationen sehr heftig. Außerdem schloss sie sich dem Protest gegen den damals aktuellen Vietnamkrieg an und solidarisierte sich mit der nordvietnamesischen Guerilla gegen die USA. Who's got the sweetest disposition? One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dreams of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck.